Massive Kurse und andere Mieten. Es geht ja derzeit so einiges durch die Nachrichten. Eigentlich schon seit einem Jahr, aber gerade nimmt es wieder überhand mit den MOOCs, nicht MOOCs, sondern MOOCs, den massiven offenen Online-Kursen. Und mit wie man vielleicht Geld sparen kann oder auch vielleicht nicht Geld sparen kann oder wie man die Lehre verbessern kann in den Hochschulen oder auch nicht besser machen kann. Dazu will ich insgesamt ein bisschen was erzählen. Ich bin ja viel unterwegs in der Landschaft und erzähle anderswo was und deshalb dachte ich, erzähle ich auch mal in Bielefeld was. 5 große Einheiten habe ich mir ausgedacht. Die MOOC-Industrie, die es inzwischen gibt, weit über 100 Millionen Dollar stecken da drin. Das ist eine Industrie, da mal eine Idee zu kriegen. Es ist ganz viel an Fiktionen unterwegs, die Demokratisierung der Bildung und jeder kann alles lernen und was auch immer. Das will ich kommentieren. Die Auswirkungen, die das Ganze dann hat auf die Hochschulen, Taylorisierung, Entbündelung und dann allmählich hinarbeiten auf das, was wir so in der täglichen Lehre hier haben. Es gibt viele Stellen, an denen man glaubt, was zu lernen. Und genauso, wir Lehrende glauben, etwas zu lehren, aber leider ist das nicht wirklich etwas, was ankommt. Und ganz zum Schluss ein paar Gedanken, was eigentlich Digitalisierung für die Fachhochschule bedeuten könnte. Digitalisierung in Anführungszeichen, weil ich glaube nicht, dass es digitales Lernen gibt. Es gibt Lehren, es gibt Lernen, aber eigentlich kein digitales Lehren und Lernen. Man kann diese Medien benutzen, wie man Bücher benutzt hat oder wie man Tafeln Kreide benutzt hat. Das ist eigentlich keine neue Art an Lernen. Die MOOC-Industrie. MOOC, dieses schöne Wort, sehr unscharf, deshalb hier auch unscharf abgebildet, massive offene Online-Kurse, wird von einigen Leuten sehr weit verwendet, sehr großzügig interpretiert. Ich meine das in der engen Bedeutung, die es ursprünglich mal hatte. Massiv soll heißen, einige sagen 150 Leute mindestens, die teilnehmen, andere Leute sagen 1000 Leute, die teilnehmen. Eine nennenswerte Zahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sich alle nicht mehr persönlich kennen. Offen steht da in Anführungszeichen, weil offene Kurse für jedermann im Internet, ja, offen in dem Sinne, dass man kostenlos teilnehmen kann und kein Abitur braucht, aber nicht in dem Sinne, dass man diese Materialien nehmen kann und wie bei Wikipedia neu mixen kann oder wie bei Linux neu mixen kann. Online, es geht um Online-Kurse, klar, und Kurse auch, es geht nicht um einzelne kleine Bausteine, sondern um schon etwas, was mehrere Wochen dauert. Das erste Buch nach der strengen Bezeichnung, hieß offiziell eigentlich gar nicht so. Die Bezeichnung hat erst später jemand anders eingeführt. Connectivism and Connected Knowledge war eine, wenn man so will, soziologische Veranstaltung an der University of Manitoba, bei der 2000 Leute per Internet teilgenommen haben. Eine Art Seminar, nicht die klassische Veranstaltung, wie sie hier bei uns stattfindet, nach Lehrbuch und am Ende gibt es eine Prüfung, sondern eine Art Seminar. Diese Art von MOOCs, offenen Online-Kursen, heißt heute CMOOC, Connectivist MOOC. Konnektivismus ist diese Denkrichtung. Das Wissen, das Lernen findet in diesen Verbindungen statt, insbesondere in Verbindungen durchs Internet statt. Deshalb CMOOC, Connectivist MOOC. Die erste Veranstaltung war zu diesem Thema. Eine Art von Seminar, das im Internet stattfindet, mit allem, was man so hat. Ein paar Leute bloggen irgendwo, ein paar Leute stellen Fotos auf Flickr, ein paar Leute haben eine Group bei Google, Lernplattformen, alles quer durcheinander. Das ist nicht die Art von MOOCs, von der typischerweise die Rede ist. Die Art von MOOCs, von der typischerweise die Rede ist, ist diese Kiste hier. Das erste 2011. Sebastian Thun, der kommt im Fortlaufenden noch ein bisschen häufiger vor. Sebastian Thun und Peter Norvig an der Stanford University mit 160.000 Leuten, die sich eingeschrieben haben für diesen Online-Kurs und 23.000 Leuten, die zum Schluss eine elektronische Prüfung gemacht haben und sich ein entsprechendes PDF-Zettelchen dann ausdrucken konnten, dass sie die Prüfung bestanden haben, die elektronische. Das war das, was ja, die Branche in Bewegung gesetzt hat. Ex-MOOC, von wegen Extension Classes, die Abendklassen der amerikanischen Hochschulen, Extension Classes, deshalb Ex-MOOC. Vor einem Jahr, mehr als einem Jahr, im Sommer vor einem Jahr, war ich auch bei Udacity. Udacity ist die Firma, die daraus entstanden ist, aus diesem einen MOOC. War ich bei Udacity und habe auch ein MOOC aufgenommen. So sieht das dann aus, dass Sie eine Idee haben, wie sowas aussehen kann. Bei mir ging es dann eben um Differentialgleichungen. So ein Kurs ist gemischt, kleines Stückchen Video, sehen Sie hier, ein Stückchen Video und Aufgaben, dann massiv viele Aufgaben, sage ich gleich noch mehr dazu, dazwischen. Über Aufgaben kann man ganz viel erzählen, ist das eigentlich banal oder kann man damit in die Tiefe gehen, an das Thema, vielleicht später nochmal.
Aufgaben bei mir dann aber auch im Sinne, dass das programmiert werden muss. Also nicht nur Multiple Choice oder irgendwo Zahlen eintragen, sondern man muss programmieren. Und der Rechner prüft dann, in diesem Fall der Server, prüft dann, ob das Ergebnis, was da rauskommt, halbwegs brauchbar aussieht oder nicht. Also man versucht möglichst viel automatisch zu testen an der Stelle. Wenn man Zehntausende hat, vielleicht sogar über 100.000, kann man nicht alles per Hand angucken. Möglichst viel über den Rechner. Und daneben dann ein Forum, wo sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer austauschen sollen darüber, was sie an Fragen haben, was sie an Problemen haben, was falsch ist im Kurs. Die Hoffnung ist ein Netzwerkeffekt. Die Hoffnung ist, dass es leichter ist, 10.000 Leute zu versorgen, als 10 Leute zu versorgen, weil die 10 Leute, die muss ich als Lehrender selbst betreuen und die 10.000 betreuen sich hoffentlich untereinander. Das ist mal der Gedanke gewesen, aber es funktioniert nicht wirklich gut. Es funktioniert so halbwegs. Also man sieht sehr aktive Leute, die auch helfen an der Stelle, aber ganz viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer landen nicht mal auf dem Forum. Die gucken da nicht mal drauf. Insofern ist dieser Netzwerkeffekt immer mit sehr viel Körnchen Salz zu genießen. MOOC-Industrie, habe ich gesagt, es steckt inzwischen wahnsinnig viel Geld drin, in den USA insbesondere. Time Magazine hatte vor einem Jahr das auf dem Titelbild. Stanford-Präsident redet vom Coming Tsunami. Und Coursera, das ist der derzeit größte Anbieter, die haben jüngst nochmal 20 Millionen draufgelegt. Die sind also insgesamt an Finanzierung auch so knapp vor den 100 Millionen. Insgesamt die Branche sicherlich deutlich über 100 Millionen Dollar in den USA. So viel Geld steckt da inzwischen drin, diese Kurse, diese kostenlosen Kurse zu produzieren. Die Landkarte, Udacity von Sebastian Truhn, nach diesem AI-Kurs gegründet, der erste Player, Coursera, die jetzt größte Initiative, edX vom MIT und von Harvard angefangen, hat auch diverse andere Hochschulen inzwischen versammelt, das sind die drei Urgesteine sozusagen und die drei größten und die Landkarte fühlt sich wie wild. In Deutschland, das Hasso-Plattner-Institut hat sehr früh angefangen. Leuphana, will sagen Lüneburg, hat früh angefangen. Open Courseworld ist Saarbrücken. Iversity dürfte von dem Wettbewerb bekannt sein, die Zusammenarbeit mit dem Stifterverband. Da sind jetzt jüngst einige dieser Kurse gestartet. FutureLearn ist die Initiative um die Open University herum in Großbritannien. Spanien, Portugal gibt es einiges. Open UpEd ist insbesondere für den südeuropäischen Raum eine europäische Initiative, wird ziemlich gepusht von der EU. Südamerika haben wir noch, Australien haben wir noch, Japan und China haben wir auch noch. Und Frankreich ist gerade frisch dabei, die France Université Numérique gerade an den Start gegangen. Und demnächst soll starten T-Systems mit den TU9-Universitäten, die wollen German Engineering in die Welt bringen. Teilweise gratis, teilweise verkauft, wobei die TU9-Universitäten, nach dem, was ich so höre, nicht genau wissen, wie sie es eigentlich finanzieren sollen, aber T-Systems ist da noch sehr guter Dinge, dass das hinhaut, nächsten Jahres irgendeine Cloud-University, das ist der Arbeitstitel bisher, eine Cloud-University zu haben, wo German Engineering in die Welt getragen wird. Teilweise gratis und teilweise gegen Geld. So sieht die Landkarte derzeit aus. Class Central ist eine der Anlaufstellen, wenn man Kurse sucht. Sie sehen den eingekringelten hier, abgeschlossene Kurse 437. Self-paced, dazu gehört meiner dann auch, der hat keine Deadline, sondern der läuft durch. Viel weniger offensichtlich von dieser Sorte self-paced, die meisten Kurse haben Deadlines. Wir reden über Zahlen im vierstelligen Bereich. Das hier sind bei weitem nicht alle. Wir reden über Zahlen im vierstelligen Bereich. Und Sie sehen, wie weit das dann geht. Also wenn Sie mal was über Mathematik auf Chinesisch haben wollen, ab dem 1. Dezember läuft da ein Kurs. In dieser Breite ist das, auch was Sprachen angeht. Im deutschsprachigen Raum nicht allzu viel, Englisch massiv, Spanisch, Chinesisch inzwischen auch so einiges und zunehmend auch im deutschen Raum. Das ist die MOOC-Industrie, die Fiktionen und die Fakten. Es war von Bildungsrevolution die Rede. Oh, wow, zum ersten Mal Zehntausende, Hunderttausende, das ist nun beim besten Willen nichts Neues. Nur vergisst man das anscheinend immer wieder so schnell. 1958 gab es Fernsehuniversitäten in den USA. NBC hatte den Continental Classroom und CBS hatte Sunrise Semester zusammen mit der New York University. Zu diesen Kursen, Vorlesungen per Fernsehen an Hunderttausende, gab es tatsächlich auch Prüfungen an Universitäten der USA, bei denen dann auch Tausende teilgenommen haben. Also insofern sind diese Zahlen gar nichts Neues. Sowas gab es schon 1958.
Was es auch schon gab, ist dieser Mix von was erklären und dann gibt es eine Prüfung und dann was erklären und dann gibt es eine Prüfung, der sogenannte Kellerplan, Personalized System of Instruction, 1968 erfunden von Herrn Fred Keller. Der hat das natürlich nicht mit dem Computer gemacht, der hat das mit echten Studentinnen und Studenten gemacht. Die Erstsemester müssen sich ein paar Absätze Text durchlesen und gehen dann zu einem höheren Semester, kriegen eine kleine Prüfung, das höhere Semester sagt, reicht, guckt ihr den nächsten Absatz an, oder das höhere Semester sagt, reicht nicht, lest den Kram nochmal. Also das, was man jetzt mit Quizzen elektronisch macht, ist einfach der Kellerplan zu Fuß gewesen sozusagen dann, mit Menschenkraft. Und auch die Idee, im Internet ganz viele Leute zu versorgen, auch nichts Neues, man erinnert sich kaum noch dran, zu der Zeit 2000, 2001, Wahnsinnshype, aber es erinnert sich heute kaum noch einer dran. Fathom war von der Columbia University und einigen Bibliotheken ein monstros größer auf den Internetauftritt. Die haben da einiges an Millionen versenkt, um dann 2003 dicht zu machen. Und All Learn, wir sehen keine ganz unbekannten Namen, die haben 2006 dicht gemacht, weil es nicht funktioniert hat. Das will heute keiner mehr hören. Aber alles Historie. Insofern keine Bildungsrevolution. Das hatten wir eigentlich alles schon mal. Demokratisierung ist ein anderes großes Stichwort. Es gibt 2, 3, 4 Kinder aus Pakistan, Indien, die durch die Gegend gereicht werden, auf Wirtschaftsgipfeln dann auftreten und so weiter, insbesondere die beiden hier aus Pakistan, die mit 13 Jahren Astrobiology und Einstein-Grundlagen sich irgendwo angucken auf Coursera. Die gelten immer so als Musterbeispiele, dass jetzt doch jeder, wo auch immer er wohnt und was auch immer er ist, Hochschulbildung haben kann. Es ist immer leicht, solche Einzelfälle zu finden, natürlich. Das ist jetzt aus meinem Kurs mal so ein paar Leute, die sich vorgestellt haben auf dem Forum. Sie sehen, da gibt es dann tatsächlich hier den Highschool-Student aus Kuala Lumpur. Und dann gibt es den Science-Educator aus Jamaika und es gibt jemanden von der NASA, der da nicht mehr tätig ist. Und es gibt jemanden, der eigentlich mal in Russland war beim Militär. Das ist schon ein wilder Haufen. Aber im Großen und Ganzen, wenn man sich dann anguckt, was die Bildungsgrade sind, wo die Leute herkommen, das sind nicht unsere Erstsemester und das sind nicht die unterprivilegierten Schichten im Zweifelsfall, die keine Chance auf Hochschulbildung haben. Ich selbst habe für meinen Kurs keine Statistik. Das ist hier eine Statistik vom anderen Kurs, aber die sehen praktisch überall so aus, die Statistiken. Es gibt eine nennenswerte Anzahl von Leuten, die haben schon Doktortitel, sowieso erst recht Leute mit Master, sowieso mit Bachelor. Und sie sehen, ohne Highschool und mit Highschool, das ist dann nur so ein kleines Quäntchen. Also insofern von wegen Demokratisierung, diese Angebote werden genutzt von Leuten, die bereits einen Hochschulabschluss haben. Größere Studie, die ist gerade frisch rausgekommen, in Pennsylvania hat 32 dieser Kurse auf dem großen Anbieter laufen gehabt, Coursera, und sich die Zahlen mal angeguckt, deren Statistiken mal angeguckt und eben festgestellt, okay, wir hoffen vielleicht mal, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika mit Hochschulbildung zu unterstützen, aber im Endeffekt hat man da die jungen, gut gebildeten Männer aus diesen Regionen in dem Rahmen, in dem man überhaupt Leute aus diesen Regionen hat. Es ist nicht das unterprivilegierte Publikum, was man mal eigentlich da anvisieren wollte. Und erst recht hat man nicht aus den Industrienationen die üblichen Erstsemester- oder Schulabschlussjahrgänge. Die hat man auch nicht. Man hat die bereits gut gebildeten. Sebastian Truhn hat das Ganze hier angefangen mit seinem Kurs über AI. Und von ihm gab es nur neuerdings dieses Interview. Alles schön und gut, aber es funktioniert nicht. We have a lousy product, sagt er, als derjenige, der das erste XMOOC gemacht hat. Das ist schon eine harte Aussage, dass er dann zu dieser Stellungnahme kommt. Es funktioniert nicht. Es ist nicht die Demokratisierung der Bildung. Man muss einen gewissen Stand haben, um davon überhaupt profitieren zu können, von dieser Art Kurse. Ich habe hier mal bei uns rumgefragt, bei meinen Bachelor- und Masterstudentinnen und Studenten, wer denn überhaupt so die üblichen Verdächtigen kennt, Iversity, Coursera, edX, Udacity. Und Sie sehen, nie gehört, gewinnt klar, es hat praktisch noch nie jemand damit gearbeitet. So ist die Lage. Also unter den normalen Studentinnen und Studenten ist das noch null angekommen. Das ist das eine Problem und das andere Problem ist, wie viele Leute kommen denn tatsächlich durch? Das ist der Verlauf von einem der ersten großen MOOCs beim MIT. Die sehen heute immer noch so aus. Wenn man sich die Zahlen anguckt, die veröffentlicht werden, es ist immer dieser abklingend exponentielle Verlauf. Es melden sich bei so einem Ding dann beim MIT, wenn das MIT Elektrotechnik erklärt, melden sich eben 150.000 an. Schön,
aber bis zur ersten Hausaufgabe kommt nicht mal die Hälfte. Angucken der Hausaufgabe, überhaupt einen Punkt auf dieser Hausaufgabe generieren, nochmal davon die Hälfte und so weiter. Es bröckelt weg ohne Ende, weil die Leute einfach merken, sie haben einfach nicht die Zeit dazu oder es fehlt die Mathematik. Ganz viele Gründe. Einige gucken auch nur rein, weil sie vielleicht mal wissen wollen, wie ein Transistor funktioniert und der Rest ist ihnen völlig egal. Massive Abbruchzahlen und zum Schluss, das muss man natürlich sagen, zum Schluss passt das immer noch nicht in einen Hörsaal, nicht? 5.800, die elektronische Prüfung machen. Aber wenn dann in der Zeitung die Rede ist von Hunderttausenden, glauben Sie das nicht. Diese Hunderttausende sind nicht ernst zu nehmen. Das Internet ist sehr hilfreich. Es gibt eine Datensammlung inzwischen, wo das mal aufgetragen ist. Wie viele Leute haben sich angemeldet? Wie viel Prozent sind durchgekommen? Und Sie sehen, ein paar Prozent von den Angemeldeten kommen durch. Viele trauen sich einfach zu viel zu, offensichtlich, und geben dann ganz schnell wieder auf oder gucken nicht mal ein einziges Mal ordentlich rein. Von wegen Demokratisierung und wer macht mit, das ist eine neue Entwicklung, die auch in die Richtung geht, wer macht mit und naja, eigentlich der Demokratisierung entgegenläuft. Die amerikanischen Botschaften, die US-Botschaften bieten lokale Unterstützung an für Coursera. Man kann also Coursera-MOOCs an einigen US-Botschaften in Entwicklungsländern betreut besuchen. Man geht zur Botschaft, guckt sich da die englischen Videos an, hat jemanden, der einem das erklärt. Und wenn man sich dann durchliest, was das State Department dazu schreibt, ist für mich relativ klar, die wollen einfach die besten Kandidatinnen und Kandidaten aus den Entwicklungsländern abschöpfen. Die wollen die in die USA haben. Das ist ein Einsatzgebiet von MOOCs. Wir machen Werbung für Bildung in den USA. Wir testen mal, wer mitkommt und die Besten holen wir dann nach Boston oder nach Kalifornien. Offen ist auch so eine Geschichte. Massive offene Online-Kurse. Bei den meisten muss man sich anmelden, um überhaupt zu sehen, was da drinnen ist. Bevor man das erste Video sehen kann, bevor man das erste Quiz machen kann, darf man sich erstmal anmelden. Und dann ist man in der Menge von diesen Hunderttausenden, die sofort wieder aufhören, weil man vielleicht nach dem ersten Video sagt, das war es jetzt doch nicht. Man muss sich typischerweise anmelden. Das ist schon eine gravierende Einschränkung für offen. Und wenn man sich die Lizenzbedingungen anguckt, es ist eben nicht offen, bei den meisten ist es nicht offen, wie Linux offen ist oder wie Wikipedia offen ist. Coursera, der Größte, schreibt zum Beispiel rein, man darf diese Kurse besuchen, gratis, privat, okay, aber wenn es angerechnet werden soll, Tuition-Based or Four-Credit Certification or Program, wenn es angerechnet werden soll, dann braucht man bitte eine schriftliche Bescheinigung von Coursera. Mit anderen Worten, ist nicht. Da soll man für zahlen. Also als reines Vergnügen, okay, aber wenn es ernst wird, ist das nur eine Geschichte. Insbesondere darf man nicht einfach die Videos nehmen und selbst umarbeiten. Gratis ist auch eine Frage, was kostet denn eigentlich die Produktion? Es anzubieten ist die eine Geschichte, aber was kostet die Produktion? Es gab diesen Wettbewerb vom Stifterverband, wo dann 10 Gruppen jeweils 25.000 Euro bekommen haben zur Produktion von MOOCs für iVersity, den großen deutschen Anbieter. Und wenn man sich anguckt, wie viel Arbeit die da reinstecken, ich war in der Jury und habe auch so ein bisschen beraten, wenn man sieht, wie viel Arbeit diese Leute reinstecken, das ist mit 25.000 Euro beim besten Willen nicht abgegolten. Da ist einfach Selbstausbeutung angesagt. Man poliert Tag und Nacht daran und betreut das Forum übers Wochenende und was auch immer. Das wäre mit 25.000 Euro einfach nicht zu bezahlen. Etwas bessere, genauere Zahlen oder plausibere Zahlen hat Udacity. Ich sage gleich noch ein bisschen was zu dem Master. Immer wieder kommen Verträge ans Tageslicht, die eigentlich hätten geheim bleiben sollen. Hier ist so ein Vertrag mit sehr konkreten Zahlen ans Tageslicht gekommen, in dem Udacity mal auflistet, was Udacity für die Produktion solcher Kurse haben will. Udacity kalkuliert für den Studiengang da, gleich mehr dazu, kalkuliert, dass die Professorin, der Professor, die oder der den Kurs entwickelt, erstmal pauschal 20.000 Dollar kriegt und für jede Wiederholung gibt es nochmal 2.500 Dollar. Unabhängig davon muss es eine Kursleiterin, einen Kursleiter geben, der das Ganze betreut in der Durchführung, insbesondere auf dem Forum dann betreut. Dafür soll es nochmal 10.000 geben für den jeweiligen Durchgang. Dann müssen Videos produziert werden, es müssen Quizze produziert werden, das ist ganz viel technischer Hintergrund. Wie baut man Quizze, wie prüft man Quizze? Videoproduktion, das klein zu schneiden, auf Fehler zu prüfen, alles Mögliche, kalkuliert Udacity für so einen Kurs mit mehr als 100.000 Dollar. Und dann
will das Forum auch noch betreut werden und die Teilnehmer selbst wollen betreut werden. Hier soll es ausdrücklich sehr viel Betreuung geben, deshalb relativ viel. 30.000 US-Dollar für so einen Durchgang ist relativ viel an Betreuung. In solchen Größenordnungen bewegt sich das. Müssen wir gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen, aber von wegen gratis, Sie sehen die Widersprüche, von wegen gratis, irgendwas haut da nicht hin. Aktuell das Thema, was insbesondere von Iversity gepusht wird, in Deutschland dann gepusht wird, ist die Anrechenbarkeit. Wenn ich so einen Kurs im Internet mache, kriege ich den jetzt auf ein normales Studium angerechnet. In den USA geht das. Sie können gegen Geld, jetzt sind wir nämlich bei den Geschäftsmodellen, in den USA geht das gegen Geld, wenn Sie zum Beispiel diese Kurse hier besuchen von Udacity und sich einschreiben an der San Jose State University, gibt Ihnen die San Jose State University 3 Credits für Ihre 150 Dollar. Das ist dann also nicht mehr frei. Es ist zwar eigentlich das MOOC, was irgendwo im Hintergrund liegt, aber ich kriege die Credits nicht, indem ich jetzt einfach das MOOC mache. Ich muss mich korrekt anmelden und ich muss meine 150 Dollar bezahlen und ich muss am Schluss eine Prüfung machen, die dann, weil Sie sich wundern, warum braucht man eine Webkamera, eine Prüfung machen, die per Webcam beaufsichtigt wird. Es gibt in den USA Dienste, die einen dann per Webcam beaufsichtigen, ob man auch wirklich jetzt bei der Prüfung ist und nichts anderes veranstaltet, da nichts Verbotenes macht. Und dafür gibt es dann 3 amerikanische Credits. Es ist spannend, was ist, wenn jetzt jemand hier von der Fachhochschule diesen Kurs macht und bei uns ankommt und sagt, hier, 3 Credits aus den USA, bitte anrechnen. Das möchte ich erleben, was dann bei uns passiert. Ich glaube, wir sind verpflichtet, die anzurechnen. Aber das muss man dann wirklich sehen. Ähnliche Versuche in Deutschland, ganz zu Beginn, ein einziges Mal. Dieser allererste Kurs von Sebastian Thun wurde in Deutschland mit Prüfungen begleitet, in Freiburg, an der Uni in Freiburg. Ein alter Arbeitskollege von ihm, Professor in Freiburg, hat einfach Prüfungen dazu angeboten, die offensichtlich, zumindest laut der Webseite von ihm, da, die offensichtlich Credits gegeben haben an diversen Hochschulen in Europa. Das war aber einmalig. Diese Art Credits zu generieren für MOOCs habe ich seitdem nicht wieder gesehen. Iversity hatte nochmal eine Pressemitteilung rausgegeben, dass es an einigen Stellen funktionieren würde in Deutschland. Wir werden sehen, ob es wirklich funktioniert. Die Lage in Deutschland, wie ist das? Die US-Credits anerkennen, könnte uns passieren, dass jemand mit diesen Zetteln aus den USA ankommt und sagt, bitte anerkennen. Was ist mit ECTS-Credits, ganz normalen ECTS-Credits in Europa? Man könnte versuchen, sowas über Weiterbildung zu machen. Das ist einer der Wege, den Iversity da probiert. Einer der Wege, den Iversity nicht probiert, aber der möglich zu sein scheint. In Nordrhein-Westfalen gibt es den sogenannten großen Zweithörer. Man ist an der einen Hochschule immatrikuliert und kann als Zweithörer, auch als Zweithörer, Prüfungen an der anderen Hochschule machen. Sowas könnte funktionieren. Ist natürlich immer noch ein monströser Papierkrieg. Das kriegt man nicht mal gerade so im Internet nebenbei geregelt. Der Punkt, auf den Iversity setzt und das vielleicht sogar dann mit Musterprozessen durchfechtet, ist diese Beweislastumkehr. Nach dem Lissabon-Abkommen sind die Hochschulen verpflichtet, zu begründen, warum sie etwas nicht anerkennen. Wir können nicht einfach sagen, mag ich nicht und tschüss. Wir müssen begründen, warum wir etwas nicht anerkennen. Das kann ein Einfallstor sein. Da müssen wir ein bisschen gucken, was da passiert. Was kaum einer weiß, es gibt schon längst Online-Kurse in Deutschland, die mit Credits ganz normal anerkannt werden. In Bayern die virtuelle Hochschule, das ist ein Verbund aller Universitäten, aller Fachhochschulen in Bayern, aller öffentlichen Universitäten und Fachhochschulen in Bayern. Auf denen, Sie sehen das, 100.000 Kursbelegungen, auf denen schon extrem was stattfindet, ohne dass man das außerhalb Bayerns großartig mitkriegt. Die größte Veranstaltung im Wintersemester 11-12, ein Jurakurs, 3.000 Teilnehmer, 2.000 echte Klausuren. Es geht sogar in Bayern anscheinend, dafür gibt es dann Credits. In Bremen geht es auch, die virtuelle Akademie Nachhaltigkeit ist in Bremen, Uni Bremen. Die kooperiert mit 20, 30 Unis und Fachhochschulen in Deutschland und dann kann man 3 Credits für seinen General Studies oder wie auch immer kriegen bei dieser virtuellen Akademie. Muss aber eine Präsenzprüfung machen an der jeweiligen Hochschule. Auch das funktioniert schon. Also es ist nichts Neues eigentlich, wenn man jetzt versucht, für solche Art von Kursen auch Credits, normale Credits zu generieren. Es wird ein bisschen dauern, bis das auch wirklich funktioniert, aber es gibt Stellen, an denen es funktioniert. Ich habe mal rumgefragt bei den Leuten, die meine Videos gucken,
Wer würde denn, wenn wir hier an der Fachhochschule eine Klausur anbieten, wer würde vorbeikommen und diese Klausur mitschreiben? Unter drei Bedingungen. Erstens, es gibt einen Brief von mir persönlich, in dem ich schreibe, diese Klausur ist gleichwertig mit der Klausur, die offiziell im Studiengang stattgefunden hat, für so und so viel Credits. Oder eine Bescheinigung der Hochschule, dass dasselbe ist, also nicht Bescheinigung von mir, sondern Bescheinigung der Hochschule, dass der Inhalt und so weiter dieselbe ist. Oder die letzte Stufe, es gibt wirklich 10 Credits für diese Prüfung, ganz offiziell. Und Umfrageergebnis, Sie sehen, wenn es wirklich 10 Credits gibt, würden tatsächlich 40% von den 186, die sich da gemeldet haben, die würden sagen, okay, ich zahle 50 Euro für diese Prüfung. Wenn ich dagegen sage, es gibt nur den Brief von mir persönlich, dann will nicht so recht jemand was dafür zahlen. Für 0 Euro kommen wir dann mal vorbei und machen in Bielefeld eine Klausur, aber viel Geld dafür will keiner zahlen. Dass man geprüft wird, ist dann plötzlich Geld wert. Ob das rechtlich funktioniert, ist alles total heikel, es scheint nicht zu funktionieren. Aber ich wollte erst mal wissen, ob es überhaupt auf irgendein Interesse stößt. Es würde tatsächlich auf Interesse stoßen. Was passiert dadurch bei uns an den Hochschulen? Man kann sich in den USA immer angucken, was bei uns demnächst alles so passiert. edX ist sehr aktiv, eine der drei großen. Udacity, Coursera. Coursera ist der größte, edX der zweitgrößte. edX ist sehr aktiv damit, diese Kurse als quasi Lehrbuch zu vermarkten. Die kooperieren mit California State, mit San Jose insbesondere und mit Community Colleges, will sagen Berufskollegs in gewisser Weise. Und dann wird an den anderen Hochschulen und an den Community Colleges werden diese MOOCs als quasi Lehrbuch benutzt. Die Studentinnen und Studenten müssen diese Kurse mitmachen und es gibt parallel dann an den jeweiligen Institutionen, Professorinnen, Professoren, Teaching Assistants, die das dann begleiten und im Zweifelsfall billiger sind als die Professorinnen und Professoren vom MIT. Das ist ein Gedanke, wie plötzlich dann MOOCs an der Stelle vermarktet werden, wie eine Industrie draus wird, dieses neuartige Lehrbuch sozusagen. Das geht weiter. Es gibt so einige Akteure im Hintergrund, von denen hier werden Sie nie was gehört haben, nämlich an Embernet, Delta, Casey, Nergis und 2U. Das sind Anbieter, die Fernstudiengänge quasi schlüsselfertig bauen für Hochschulen, als Joint Venture oder als Dienstleistung. Es steht dann zum Schluss der Name einer Universität drauf und auf dem Zeugnis steht auch der Name einer Universität. Aber hinter den Kulissen sitzt irgendein Verlag, Pearson, Wiley zum Beispiel, oder jemand anders und veranstaltet diesen Fernunterricht. Natürlich da jetzt alles gegen Geld, das ist nicht gratis. Franchise-Partner von Unternehmen, das ist eine Geschichte, die Iversity in Deutschland zum Beispiel versuchen wird. So eine Firma tritt auf und veranstaltet die Prüfungen zum Beispiel im Namen einer Hochschule. Die läuft gar nicht mehr an den Hochschulen selbst, die Prüfung. Und das ist, was Udacity versucht, man hat ein Callcenter quasi, ein Callcenter von Teaching Assistants, von Tutoren. Und wenn jemand Fragen hat, dann geht er nicht an seine Hochschule und fragt da, sondern er ruft an oder skypt oder schickt eine E-Mail. Das ist das Modell von Udacity, diese bezahlte Fernbetreuung mit einem Callcenter sozusagen an Tutoren oder Teaching Assistant. Die hatten das probiert mit den üblichen Erstsemestern in San Jose State. So ein Mathematik-Wiederholungskurs, Auffrischungskurs mit da den üblichen Erstsemestern ist so unsere Kragenweite sozusagen von dem Niveau her. Und Sie sehen, was passiert. Das war ziemlich peinlich Anfang dieses Jahres. Es bestehen nur noch 25% bei dieser Art an Kursgestaltung. Es war also das MOOC für die Mathematik-Wiederholung von Udacity und Fernbetreuung. Und die Bestehensquoten sind rapide eingebrochen von 65% auf 25%. Völlig peinlich. Ein großer Scherbenhaufen. Man hat es wiederholt, aber gesagt, okay, wir nehmen jetzt nicht nur die Leute von San Jose State, so die üblichen Erstsemester, sondern wir lassen wieder alle zu und Glück gehabt, 73% sind es dann wieder. Aber das sind eben nicht die üblichen Erstsemester. Diese Zahl 73% ist geflunkert. Nichtsdestotrotz ist dieses immer jetzt noch das aktuelle Geschäftsmodell von Udacity. Courses nennen es. Es gibt die MOOCs, wie auch meines dann eben bei Udacity läuft. Die sind gratis, aber ich kann für $100 im Monat Betreuung buchen. Wenn ich in einem Monat fertig bin, okay, dann hat es mich $100 gekostet. Wenn ich 6 Monate brauche, dann hat es mich eben $600 gekostet. Ich buche Betreuung dazu aus dem Callcenter bei Udacity. Das sind diese Courses
und im ganz großen Stile mit Georgia Tech wollen sie einen Master machen, Anfang nächsten Jahres starten. Das sind auch die Zahlen eben für die Kosten. Ja? Dieser Master soll irgendwie knapp $7,000 kosten. Betreuung und Prüfung dann inklusive. Die Kurse des Masters gratis, aber wenn ich Betreuung haben will, wenn ich eine Prüfung haben will, wenn ich nicht den Schein von Georgia Tech haben will, das offizielle Zeugnis, dann soll ich knapp $7,000 zahlen. $7,000 ist natürlich ein Schnäppchen im Verhältnis zu dem, was ein Master sonst in den USA kostet. Das ist derzeit das Udacity-Modell, das man versucht, zur Fernbetreuung zu machen. Was für das übliche Klientel richtig schwierig ist. Wir sehen zunehmend solche Kurse veranstaltet von Firmen. Das ist also nicht direkt Werbung, sondern ich pushe mein Produkt mit so einem Kurs. SAP steckt ja sowieso hinter dem Hasso-Plattner-Institut als Finanzier. SAP hat auf derselben Plattform seine eigenen Kurse. Also sie lernen jetzt per MOOC, wie man SAP programmiert, gratis. Oder bei Microsoft. Microsoft arbeitet mit Saarbrücken zusammen, OpenCourseWorld. Sie können bei Microsoft dann lernen, wie sie eine Windows 8-Anwendung programmieren als MOOC. Das ist also eine sehr, sage ich mal, interessante Verquickung von Hochschulen und Industrie, wo plötzlich die Industrie Anbieter wird. Wir haben sowas Ähnliches ja ansatzweise zum Beispiel mit Cisco, Netzwerktechnik bei Cisco, dass es den Kurs von Cisco dazu gibt. Auf diesem Niveau wird das dann weitergehen, denke ich, dass alle möglichen Firmen Kurse anbieten, in denen ihre Produkte gefeatured werden. Da waren jetzt noch die Hochschulen dabei. Es geht zum Schluss so weit, dass die Hochschulen draußen sind. Udacity hat eine Open Education Alliance gegründet. Sie sehen, wer dabei ist. Keine einzige Hochschule. Der Gedanke ist, wenn man einen Kursbesuch bei Udacity über Computergrafik oder einen Kursbesuch über den Umgang mit großen Datenmengen, dass ich dann gar keine Anerkennung von irgendeiner Hochschule mehr brauche. Ich kriege die Anerkennung von Google für die großen Datenmengen oder ich kriege die Anerkennung von Autodesk und wenn ich mich bei Autodesk bewerbe mit meinem Computergrafikkurs, sagt Autodesk, oh, danke schön, das freut uns sehr, wir nehmen dich. Da muss gar kein Zettel mehr von der Universität dabei sein. Das handeln die unter sich aus. Das ist außerhalb von Frankreich nicht wirklich beachtet worden. Die Akademie 42, sage ich jetzt mal auf Deutsch, in Paris, die wollen 1000 quasi Studentinnen und Studenten, man kann sich jetzt darüber streiten, ist das Berufsausbildung oder ist das Studium, aber von den Inhalten scheint es tatsächlich so eine Art Fachhochschulstudium zu werden. Die wollen also 1000 quasi Fachhochschulstudentinnen und Studenten in Informatik ausbilden und sind keine offizielle Hochschule. Das geht einfach so. Da gibt es dann höchstwahrscheinlich kein offizielles Diplom danach, sondern einfach nur ein Zettel einer Firma, dass die Informatik gelernt haben. Man sieht, dass diese ganzen Zeugnisse und Diplome plötzlich über Bord gehen an der Stelle. LinkedIn, wenn Sie LinkedIn ist sozusagen Facebook für Berufstätige, wo man so seine beruflichen Verbindungen pflegt. LinkedIn hat sowas inzwischen, dass man einander bestätigen kann, diese Person, die kennt sich mit Computergrafik aus, diese Person kennt sich mit Signalverarbeitung aus, man kann einander bestätigen, was man kann. Man kann sich gegenseitig endorsen. Statt es auf dem Zeugnis ist, habe ich dann von jemand anderem die Meldung, die Mitteilung auf meiner LinkedIn-Seite, der hat Ahnung von E-Learning. Und jetzt geht es weiter mit Badges. Wann auch immer ich einen Kurs abschließe bei den üblichen Verdächtigen, kann ich dann auf meiner LinkedIn-Seite das mit auflisten lassen. Und habe da an der Stelle kein Zeugnis irgendeiner Hochschule. Es steht einfach dann auf meiner LinkedIn-Seite. Die Illusionen des Lernens und Lehrens, die dann jetzt reinkommen. Also nicht nur Mythen, sondern auch ganz viele Illusionen. Erstens, wenn Leute aus Harvard und vom MIT und von Stanford auftreten, haben die natürlich den Wahnsinns-Nimbus. Dieser Nimbus ist aber trügerisch. Es gibt Arbeiten, die sagen, man glaubt, was gelernt zu haben, man hat aber genauso viel gelernt wie bei anderen Leuten. Dieses gefühlte Lernen ist ein echtes Problem. Wenn man das Publikum befragt und alle sagen, oh, toll, ich fand das super, heißt das noch lange nicht, dass jemand was gelernt hat. Und gerade die Star-Professors können diesen Effekt hervorrufen, dass man glaubt, was gelernt zu haben. Dass man glaubt, etwas verstanden zu haben. Noch eine andere Forschungsarbeit. Man guckt sich ein super erklärtes Video an und glaubt zum Schluss, etwas über Physik verstanden zu haben, hat aber am Ende genau dieselbe falsche Vorstellung wie vorher. Auch wieder das Phänomen, wenn man einfach nur die Leute fragt, die daran teilgenommen haben, Vorsicht, das selbst einzuschätzen ist echt schwierig. Ganz alte Arbeit zu diesem Thema, Salomon, das Phänomen kennen wir alle, Fernsehgucken ist einfach und lesen ist schwierig,
dasselbe Phänomen, von dem die Videos auch geplagt sind. Videos sind immer so toll, aber ein Lehrbuch, nee, das mögen wir nicht. Und seit langen Jahren bekannt, wenn ich lese, lerne ich mehr, als wenn ich ein Video gucke. Es fühlt sich leichter an, Schulfernsehen zu gucken, das ist die Arbeit von Salomon hier, es fühlt sich leichter an, Schulfernsehen zu gucken, aber ich habe weniger gelernt, als wenn ich gelesen habe. Ich muss einen bestimmten mentalen Aufwand treiben an der Stelle. Die Illusion, dass Lernen so leicht ist, das geht alles so locker von der Hand. Björk und Björk haben das massiv beforscht, das Thema. Die nennen das Phänomen, auf das sie gestoßen sind, Desirable Difficulties. Lernen darf nicht zu leicht sein. Wenn das einfach so durchflutscht und ich glaube es verstanden zu haben, habe ich höchstwahrscheinlich nicht gelernt. Ich muss mich anstrengen, sonst habe ich nichts gelernt. Kann man also tatsächlich mit experimentellen Arbeiten belegen. Und von wegen leichtes Lernen, die klassische Studie von Herrn Schulmeister und Frau Metzger. Wir haben die Diskussion zum Bachelor. Alle stöhnen unter der Arbeitslast und die beiden sind eben hingegangen und haben die Studentinnen und Studenten aus Dutzenden an Studiengängen gebeten, doch mal genau aufzuschreiben, Tag für Tag, wie viele Stunden sie was gemacht haben. Und dann stellt man eben fest, es ist ein Halbzeitjob. Das Studium ist beim besten Willen kein Vollzeitjob, es ist ein Halbzeitjob. Es verrinnt ganz viel Zeit zwischen den Lücken des Stundenplans. Aber die Zeit, die wirklich investiert wird, ist beim besten Willen kein Vollzeitjob. Also es, auch da wieder die Illusion, man glaubt ganz viel getan zu haben, aber eigentlich hat man gar nicht viel getan. Solche Phänomene plagen uns in diesem Gebiet des Lehrens und Lernens. Noch so eine Illusion, die Digital Natives. Alle haben immer so die Hochachtung vor den Digital Natives. Was machen die Digital Natives? Die können mit Facebook umgehen und die können mit WhatsApp umgehen und dann ist ziemlich Feierabend. Woran die Digital Natives gewöhnt sind, ist, dass Sachen magisch funktionieren. Ich habe ja als Beispiel mal die Sachen von Google genommen. Also wenn Sie Bilder auf Google hochladen, dann können Sie vollautomatisch aus ein paar Bildern einen Film erzeugen lassen oder Hintergrundfiguren wegrechnen lassen und all sowas. Einfach auf Mausklick, er macht schon das Richtige. Diese Art von Magie ist das, was viele der Apps verkauft. Wenn ich jetzt aber diese Art von magischen Apps bedienen kann, heißt das noch lange nicht, dass ich jetzt weiß, was hier an teuflisch komplizierter Bildverarbeitung im Hintergrund passiert. Ganz im Gegenteil, ich habe mich daran gewöhnt, dass irgendwas auf Knopfdruck funktioniert, weiß aber überhaupt nicht, was das bedeutet, warum das kompliziert ist überhaupt, weiß ich nicht mal, geschweige denn habe ich einen Algorithmus verstanden. Dann Gedanken zu verschriftlichen, das sehe ich bei meinen YouTube-Videos. Es wird recht wenig gepostet an Fragen dazu, vielleicht 10 fachliche Fragen am Tag oder so. Und ich habe bei sehr vielen dieser Fragen echte Probleme, sie zu verstehen. Ich verstehe nicht, was die Frage fragen soll, was ich jetzt antworten soll. Also seine Frage zu formulieren ist total schwierig. Es wird alles sehr mündlich. Man kann sagen, SMS und WhatsApp, da muss ich ja auch verschriftlichen, aber anscheinend nicht auf dem Niveau, auf dem ich zum Beispiel eine Frage über Mathematik verschriftlichen müsste. Und massiv die Illusion des Multitasking, das wird ja inzwischen auch massiv beforscht. Bei dieser Arbeit zum Beispiel das Ergebnis, dass die Leute, die glauben, sie könnten gut multitasken, dass sie glauben, sie könnten ein Video gucken und gleichzeitig Aufgaben lösen, dass diese Leute genau diejenigen sind, die das nicht können, perverserweise. Das beißt einen also extrem. Illusionen allenthalben. Insofern vorsichtig mit Digital Natives. Grundlegende Illusion, finde ich, dass wir versuchen, Stoff zu vermitteln. Stoff so als so ein Paket, das muss jetzt von meinem Kopf in den Kopf der Studentinnen und Studenten, finde ich sehr problematisch, das so aufzufassen. Wir haben dann die Effekte, die hier jetzt stehen, bei den Physikern schon lange bekannt, 1985, das Force Concept Inventory, ist einigen Physikern in den USA seinerzeit schon fürchterlich auf die Nerven gegangen. Man hat Erstsemester, Zweitsemester, die in der Physik wilde Sachen rechnen. Und dann fragt man die Erst-Zweitsemester, es fliegt ein Flugzeug in diese Richtung und da fällt jetzt ein Koffer aus dem Laderaum. Wie fällt der Koffer? Was ist die Bahnkurve des Koffers, der aus dem Flugzeug fällt? Das können nur die wenigsten beantworten. Die können wilde Rechnungen machen in der Physik, aber sie wissen nicht, wie der Koffer aus dem Flugzeug fällt. Solche Fragen sind in diesem Force Concept Inventory, also auch nichts Neues. Wir versuchen, diesen ganzen Stoff da durchzupauken, aber die Kerngeschichten kommen nicht an, absurderweise. Wenn Sie googeln wollen, 1987 hat jemand mal Harvard-Absolventen befragt, wie die Jahreszeiten zustande kommen. Wie kommt Sommer und Winter, Herbst und Frühling zustande? Warum ist es mal kälter, mal wärmer? Und
Die meisten geben die Erklärung, dass die Erde und die Sonne dichter zusammen sind im Sommer. Harvard-Absolventen, 87, es war immer schon so schlimm. Es gibt sehr wenige Arbeiten zu dem Thema, was Ingenieurinnen und Ingenieure tatsächlich im Beruf brauchen. Ich bin inzwischen so weit, dass ich bei jedem Praktikumsbesuch wirklich frage, ganz dreist frage, die Betreuerin, die Betreuer frage, wann sie denn das letzte Mal eine quadratische Gleichung gelöst haben und wann sie das letzte Mal eine Differentialgleichung gelöst haben. Sie ahnen die Antworten, die ich dann kriege. Hier ist eine Antwort aus der Literatur, ein interviewter Ingenieur, der sagt, ich bilde mal die zweite und die dritte Potenz und das war es dann auch schon mit meinen Ingenieurkenntnissen. Da hört es dann auch auf. Also an ganz vielen Stellen brauchen die sogenannten Ingenieurinnen und Ingenieure sozusagen nicht mehr die höhere Mathematik, die wir ihnen mal mit Mühe beigebracht haben. Das ist für mich sehr frustrierend und noch frustrierender, fast noch frustrierender ist, wenn ich dann im vierten Semester sehe, dass der Dreisatz nicht mehr da ist. Und ich weiß, anderswo ist nach dem siebten Semester die Blindleistung nicht mehr bekannt und solche Geschichten. Also wir versuchen ganz viel Stoff reinzuprügeln und am Ende ist ganz, ganz wenig über davon und wird auch gebraucht, nur noch ganz wenig. Das ist sehr traurig, da müssen wir wirklich mal drüber nachdenken, finde ich. Die MOOCs sind das eine, Sie haben gesehen, wie teuer das zu produzieren ist. Wenn man in die USA fährt und hat dann eine Firma, die die Produktion übernimmt, ein Venture-Kapitalist, der es zahlt, schön, aber bei uns haben wir all das nicht. Nichtsdestotrotz kann man ein bisschen was machen. Das ist, kann ich notfalls auch vorführen, wenn es später noch einen interessiert, das ist, wie ich meine YouTube-Videos aufnehme, als Live-Mitschnitte aus der Veranstaltung. Sie brauchen keine grandiose Technik, sondern es reicht ein gebrauchtes Windows-Notebook mit beschreibbarem Bildschirm und ein USB-Mikro und Feierabend. Ja, wir nehmen 32 Hörsäle, rüsten die auf Vorlesungsaufzeichnungen um, dann reißen wir erstmal das Parkett auf und dann müssen wir dann noch ein paar Server installieren, das dauert noch ein bisschen. Da kriege ich einfach graue Haare, wenn ich das höre. Das reicht, bitteschön, das reicht. Man muss jetzt nicht die Wände aufreißen. Was ich mache, ist der Inverted Classroom, Flipped Classroom, nicht Vorlesung, machen wir ja sowieso nicht im harten Stil an der Fachhochschule, aber nicht die klassische knallharte Vorlesung, es wird einfach in eine Richtung was rausgepusht und zu Hause sitzen die Studentinnen und Studenten, wissen nicht, wie sie weiterkommen mit ihren Aufgaben, sondern das Austauschen, deshalb Flipping, Inversion, das Austauschen, Inverted Classroom Model, Flipped Classroom, Begriffe, die auch schon etwas betagter sind, 2000, die beiden Begriffe bedeuten dasselbe, sind zur selben Zeit erfunden worden, deshalb stehen sie jetzt immer noch nebeneinander. Der Gedanke ist, zu Hause gibt es Videos, Aufgaben, wo es früher ein Lehrbuch gegeben hat. Und an der Hochschule kann man zusammenarbeiten. Ich gehe dann rum, gucke, was so passiert, stelle Aufgaben, stelle Fragen, gebe möglichst nicht die Antworten und versuche, mit den Studentinnen und Studenten ins Gespräch zu kommen und versuche, auch alle untereinander ins Gespräch zu bringen. Man muss drüber reden insgesamt, sonst haut es einfach nicht hin. So sieht das dann aus. Es gibt eine Liste an Videos, die zu gucken sind bis zum jeweils nächsten Termin. Videos mit dem Stoff, auch wenn ich Stoff nicht toll finde, plus was in den Jahren danach aufgenommen ist. Weitere Beispiele, eben durchgearbeitete Beispiele. Und damit haben wir so eine Arbeitsteilung. Ich kann machen, was vernünftiger ist. Ich muss nicht zum tausendsten Mal erklären, wie man Brüche addiert. Das kann der Computer und das kann der Computer auch prüfen, ob das funktioniert. Ich kann mich damit auseinandersetzen, das große Ganze zu erklären, speziellere, spezifischere Tipps zu geben, was Sinnvolles zu tun für mein Geld. Jetzt kommen wir zu den Quizzen. Das waren die Videos. Das ist das eine. Die Videos verleiten immer noch zu diesem Modus Lean Backward. Ich lasse mich bespaßen, berieseln und eigentlich geht es doch wieder links rein und rechts raus. Wir möchten lieber in den Modus der Computerspiele, man arbeitet wirklich, man tut was und es läuft kein Facebook auf dem Rechner und man ist die ganze Zeit Hand-on-Mouse, wie das so schön heißt, Hand-on-Mouse, Lean-Forward-Experience, die ganze Zeit wirklich dabei, was zu tun. Aktivierung, kann man das didaktisch auch nennen. Da kommt das jetzt rein. Deshalb freue ich mich, dass Robin Woll hier ist von der Uni des Saarlands, ein Bachelorstudent der Uni des Saarlands, der um diese Videos eine Plattform gebaut hat namens Capira. Also ich erzähle dann kurz was zu unserer Plattform. Die zentrale Idee bei der Sache ist halt, diesen Amount of Invested Effort zu maximieren. Also dass ich halt wirklich kognitive Energie da reinstecken muss und mich nicht nur berieseln lasse von dem Video. Und dazu haben wir halt dieses System gebaut, das in die Videos Quizzes einbauen kann.
Ich zeige das mal gerade. Video über Trigonometrie. Und kommen wir zum Kern des Ganzen. Hier ist jetzt das zweite Quiz. Und da sieht man dann, dass über das Video dann ein Quiz gerendert wird. Also er fragt mich hier, das Verhältnis von welcher Seite zur Hypotenuse misst also der Sinus von Beta. Und dann kann ich halt irgendeine Seite auswählen, indem ich draufklicke. Hier wäre jetzt das hier richtig. Dann sagt er mir, war richtig und das Video geht weiter. Und von diesen Quizzes versuchen wir halt so viele wie möglich in die Videos einzubauen, damit man halt ständig in Interaktion steht mit den Videos, um halt ständig das Hirn anzuschalten. Und auch um sich Selbsterklärungen zu liefern. Also bevor der Professor Lovischach das in den Videos erklärt, also bevor er das die Antwort gibt, wird in dem Video gefragt, was käme denn jetzt hier dran? Und dann muss ich selber als Lernender die Antwort mir selbst geben und lasse sie mir nicht geben von jemand anderem, sondern ich muss es selbst erarbeiten. Noch ein großes Ding an dieser Plattform, was wir ein bisschen anders denken als die meisten anderen Plattformen, ist, wir wollen das nicht auf Kurse reduzieren, sondern wir sehen das mehr als so ein Nachschlagewerk. Also, dass ich nicht von dem ersten Tag bis zum letzten Tag daran arbeite, sondern dass ich auch für ein einzelnes Thema halt nachfragen kann. Deswegen haben wir hier auch so eine Suchfunktion eingebaut. Also, wenn ich mich jetzt irgendwie für Polynomdivision interessiere oder das halt lernen muss, finde ich halt direkt Videos dazu. Die zweite Sache, die ich noch ein bisschen zeigen wollte, war der Editor. Also bis dahin ist ohne Login, muss man vielleicht dazu sagen. Genau, das ist genau. Ohne Login. Das ist auch ganz wichtig, weil wir wollen nicht irgendwie so künstlich hohe Userzahlen erzeugen, sondern möglichst schnell darauf zugreifen zu können. Also wir nehmen uns da als Beispiel auch Wikipedia. Wikipedia funktioniert ja auch so, ich gebe was ein, zack, kriege meine Antwort und ich habe mein Ziel erfüllt. Und genauso wollen wir das halt hier auch machen. So, jetzt hier sehe ich das immer noch in dem normalen Modus. Wenn ich hier oben auf Edit klicke, dann komme ich in den Editor hinein. Hier unten sehe ich auch so diese Zeitleiste, da sehe ich, wo diese Quizzes sind. Kann ich dann anklicken. Und uns war wichtig, wir wollen ja sehr, sehr viele Quizzes da einbauen, deswegen musste dieser Editor so effizient wie möglich sein. Und deswegen haben wir hier dieses WYSIWYG umgesetzt, also what you see is what you get. Hier, ich kann das per Drag and Drop, kann ich das da rumziehen, ich kann Sachen größer und kleiner machen. Und halt das möglichst effizient verändern. Dann haben wir auch, weil wir halt hauptsächlich Mathe damit unterrichten, auch LaTeX eingebaut. Das sieht man hier unten. Der kann LaTeX-Ausdrücke rendern, die können dann auch beliebig komplex werden. Also man kann auch eine Matrix in einer Matrix, in der dann Brüche stehen oder sowas. Das geht auch alles. Dann noch eine Sache, die hatte ich eben nicht gezeigt. Wir haben nicht nur diese On-the-Fly-Quizzes, sondern wir haben auch sogenannte, wir nennen die Serienquizzes, wo dann halt mehrere Quizzes hintereinander kommen. Das ist dann so als Fingerübung, dass ich das, was ich vorher gelernt habe, jetzt auch tatsächlich anwenden muss. Also hier geht es dann nicht mehr nur um das Verstehen, sondern hier geht es tatsächlich darum, das zu üben, dass ich es verinnerliche. Und da kann ich dann in diesem Wer wird Millionär-Stil mehrere Fragen hintereinander dem User stellen. Was noch ganz interessant ist, wir schränken den Editor, also denjenigen, der die Quizzes da einbaut, schränken wir kaum ein in der Möglichkeit, diese Quizzes zu erstellen. Weil wir rendern einfach HTML über diese Videos. Und das ermöglicht, dass man sehr, sehr komplexe Sachen da machen kann. Aber hier sieht man noch eine andere Sache. Es gibt halt die Möglichkeit, Multiple-Choice-Quizzes zu machen. Aber das geht ja noch nicht so richtig tief. Also es gibt zwar Forschung, die sagt, man kann auch mit Multiple-Choice tiefgehende Fragen stellen, aber uns war das nicht genug, deswegen haben wir halt auch diese Eingaben gemacht und da wir eben Mathe lernen, war es halt wichtig, dass mathematische Ausdrücke ausgewertet werden können. Also wenn jetzt die Antwort A plus B ist, könnte der Nutzer ja auch B plus A eingeben und das muss natürlich auch richtig sein. Und das kann natürlich beliebig komplex werden wieder. Also für etwas komplexere Ausdrücke gibt es hunderte oder 200 verschiedene Darstellungsformen und deswegen haben wir hier so eine kleine Sprache geschrieben, die das dann versteht. Hier habe ich dann mal ein bisschen komplexeres Quiz gebastelt, wo ich dann auch mehr nachdenken muss. Hier sieht man halt schön, was da möglich ist, wenn man dann auch ausschöpft die Möglichkeiten, die HTML einem bietet. Dass man dann halt hier solche kleinen Animationen macht. Und sowas ist auch schön. Also als Lernender sieht man sowas einfach gerne. Also das, wir haben ja mit ein paar Leuten getestet und immer wenn sowas kommt, da freuen sich die Leute erstmal, weil es schön aussieht. Und in dem Moment, wo man positive Gefühle hat, lässt man sich auch lieber darauf ein und
ist motivierter, die Aufgabe zu lösen. Das ist dann halt so ein Beispiel, was man da machen kann, wenn man das richtig ausreißt. Ziel ist dann halt jetzt, das weiter auszuweiten, mehr Content da reinzumachen, auch andere Dozenten, die selbst schon Videos machen oder vorhaben, Videos zu machen, denen das auch zur Verfügung zu stellen und dann halt Leuten eine schöne Lernplattform zu bieten. Die Frage, ist das noch Hochschule? Wenn wir jetzt da lauter Quizzes reinsetzen und unsere Studentinnen und Studenten da jetzt so klitzeklein da durchprügeln, ist das wirklich Hochschule oder ist das total verflacht? Es werden keine Lehrbücher mehr gelesen, alles nur noch Bruchstücke hintereinander, nach bestem Skinner eingepaukt. Da haben wir schon wieder diesen Begriff Desirable Difficulties, deshalb habe ich den da nochmal hingeschrieben. Das ist das Problem. Es könnte sein, dass es zu leicht ist, da müssen wir sehr vorsichtig sein. Es scheint im ersten Semester nötig zu sein, so anzufangen, habe ich zumindest den Eindruck. Also kompliziertere Sachen scheinen im ersten Semester nicht zu funktionieren. Die Frage ist, wie kommen wir dann wieder weg im zweiten Semester, wenn wir im ersten Semester so angefangen haben? Wie kommt man von dieser Engführung, das ist der Terminus technicus anscheinend, von dieser didaktischen Engführung wieder los, die man da veranstaltet, dass wir wirklich doch zum Schluss auf Hochschulniveau kommen? Immer längere Videos, immer weniger Quizze, immer mehr Probleme, immer kompliziertere Aufgaben könnte ein Weg sein. Also auf jeden Fall dürfen wir nicht da stehen bleiben. Ne? Bruchrechnen in kleinen Schritten mit Aufgaben alle halbe Minute, das kann es nicht sein. Je mehr ich über die Sache nachdenke, insbesondere habe ich in dem einen Jahr seit diesem Kurs bei Udacity gelernt, dass ich viel zu naiv war, was Quizze angeht. Man kann viel tiefer denken, was Quizze angeht. Selbst mit Multiple-Choice-Quizzen kann man sehr viel interessante Sachen machen. Nicht nur ganz dumm irgendwelche Erkennungstests machen. Das wird alles viel zu wenig diskutiert. Das ist das eine, was ich lerne, und das ist das andere. Je mehr ich darüber nachdenke, frage ich mich, was ist eigentlich Bildung? Was wollen wir eigentlich veranstalten? Wollen wir jetzt Bruchrechnen beibringen? Ist das Hochschule? Laplace-Transformation, ist das Hochschule? Ist es der Stoff oder ist es eigentlich Sozialisation? Dass man zum Schluss Ingenieurin ist oder Mathematiker ist, ist es eigentlich das? Ist das der Stoff oder ist das nicht viel mehr als der Stoff? Und der Stoff ist gar nicht so wichtig. Ich habe hier Sebastian Truhn neben seinem selbstfahrenden Auto abgebildet. Das passt irgendwie zusammen, dass er einerseits da das erste Exmoog veranstaltet hat und Udacity gegründet hat und dass er zum anderen eben das selbstfahrende Auto da mit seinem Trupp bei Stanford und Google gebaut hat. Das passt zusammen, weil ich glaube, dass das selbstfahrende Auto ein verwandtes Phänomen ist. Man baut ganz kompliziert Hightech ein selbstfahrendes Auto, aber man denkt nicht darüber nach, wie denn vernünftige Stadtplanung wäre und wie man denn den öffentlichen Nahverkehr mal in Kalifornien besser organisieren könnte. Ich glaube, dass wir dasselbe veranstalten mit der Bildung. Wir bauen jetzt auf diese Weise geniale, Anführungszeichen, geniale, technisch komplizierte Geschichten, intelligente Tutorensysteme, was auch immer, wissen aber gar nicht wofür. Vielleicht gäbe es viel einfachere Lösungen. Einfach mal vorne anfangen nachzudenken, vielleicht gibt es viel einfachere Lösungen. Vielleicht müssen wir einfach nur dafür sorgen, hier bei dem Auto, dass das Einkaufszentrum nicht immer auf der anderen Seite der Stadt liegt, sondern dass man in der Nachbarschaft ein Tante-Emma-Laden ist. Das könnte vielleicht schon das selbstfahrende Auto ersparen. Einer dieser Effekte, Stoff oder Sozialisation, und das hier, diese Mathematik im ersten Semester ist, was mich auch mehr und mehr wurmt, den ganzen Mathestoff reinzupauken in der Hoffnung, dass er irgendwann im siebten Semester nochmal verwendet werden kann. Da ist er einfach weg im siebten Semester. Diese Ballung an Mathematikstoff, wenn man mit den alten Kolleginnen und Kollegen von den Unis, insbesondere den TUs, redet, die sind da ganz offenherzig, die sagen, ja, das ist eigentlich eine Aufnahmeprüfung, wir machen keinen Numerus Clausus, wir lassen eben doppelt so viele rein, wie es eigentlich geht, und dann machen wir Mathematik und dann hat sich das auch. Diese Idee der Mathematik, glaube ich, dass sich ganz viel von der noch vererbt hat in unseren Mathematikveranstaltungen, da würde ich auch gerne drüber nachdenken, ob wir versuchen können, da was anderes zu tun und nicht so eine Ballung, eine total abschreckende Ballung an Stoff da vorne hinzustellen ans Studium. Auch in dem Sinne, was ist eigentlich Bildung, was wollen wir eigentlich machen, was ist der tiefe Sinn von dem, was wir da eigentlich veranstalten. Man sieht, dass man diese MOOCs teuer produzieren kann, man kann Hunderttausende an Euros oder Dollars ausgeben, wenn man will. Ich glaube, dass sich das alles nicht lohnt und es ist für uns sowieso keine Alternative und keine Frage. Es geht sehr hemdsärmlich, sehr, sehr kurz, wenn Sie sehen, was ich so veranstalte, kurze Videos irgendwo hingestellt. Sie haben eben auch gesehen, wie das aussieht, das ist nun wirklich nicht Hochglanz, trotzdem gucken sich das Zehntausende an. Das ist okay. Man braucht keine professionellen langen Kurse. Es reicht schon ein bisschen hemdsärmliches, kurzes Material, um was zu erreichen. Dann Open Educational Resources. Gerade
Letzte Woche gab es die Grundsatzentscheidung vom Bundesgerichtshof zum § 52a, die das klar macht, was ich immer schon erzählt habe. Wenn es Material von den Verlagen gibt, das elektronisch verfügbar ist, haben wir ein kleines Problem, wenn wir das auf unsere Lernplattform stellen. Wir können nur das auf die Lernplattform stellen und auch nur ein ganz kleines bisschen davon, was nur auf Papier verfügbar ist. Alles andere ist total schwierig. Und deshalb müssen wir ganz allmählich in Richtung Open Education Resources, freie Bildungsmaterialien denken, dass wir selbst welche bauen und auch möglichst nur welche nutzen und nicht mit den Verlagen da uns bekriegen müssen. Und, was ich als letztes gesagt hatte, Stoff und Materialien, ich glaube, der Kern unseres Jobs ist nicht so sehr der Stoff und sind nicht so sehr die Materialien, sondern sind Betreuung, projektbasiertes Arbeiten, problembasiertes Arbeiten, Arbeiten eben mit den Studentinnen und Studenten und nicht da so einen Block an Material in die Gegend zu stellen und sagen, friss oder stirb. Wen es interessiert, wäre ich dankbar für alle Leute, die mitmachen. Wir wollen eine Arbeitsgruppe draus machen, eine Arbeitsgruppe Lernen und Lehren im Fachbereich, die sich forschungsmäßig und projektmäßig mit solchen Geschichten befasst. Werkstatt Lernen und Lehren, WL Quadrat. Andere Geschichte, Ankündigung Tag der Lehre nächstes Jahr, haben wir terminiert auf den 14. Mai, Mittwoch 14. Mai. Wir sammeln Ideen, wir sammeln Vorschläge. Danke für alle Ideen, die Sie haben. Danke für alle Hinweise, was man besser machen kann im Unterschied zu den bisherigen Malen. Und danke fürs Zuhören.